Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Zuhause-Training. Mein Name ist Alex Janken und das ist die kleine Lili, in der ersten Reihe wieder mal. So, in dem heutigen Video möchte ich Ihnen ganz kurz erklären, wie Sie Ihre Einzelwiederholung bei den Muskelaufbauprogrammen noch effektiver gestalten können. Nun, Tipp Nummer 1. Verringern Sie ganz einfach Ihre Ausführungsgeschwindigkeit. Ich beobachte leider viel zu oft, dass die Menschen ihre Übungen viel, viel zu schnell durchführen. Ja? Habe ich wohl recht, die Lili sagt's. So, wenn Sie Ihre Übung ausführen, lassen Sie einfach die Muskulatur eine bestimmte Zeit lang unter Anspannung stehen. Das Stichwort dahinter lautet tut. Im Englischen bedeutet es so viel wie time under tension. Im Deutschen Zeit unter Anspannung. Um erfolgreiche Muskelanpassungsprozesse auslösen zu können, muss die Muskulatur richtig davor mechanisch beansprucht werden. Das heißt, die Muskelfasern müssen teilweise ein bisschen angerissen werden, um später eben noch an Dicke zu gewinnen, beziehungsweise diese kleinen Wunden zu heilen und noch breiter zu werden. So, dafür muss die Muskulatur etwas länger unter Anspannung stehen. Ungefähr 25 Sekunden plus, unabhängig davon, ob Sie 8 bis 12 Wiederholungen, wie Sie bei volumenorientierten Methoden durchführen, oder ob Sie vielleicht 5 bis 8 Wiederholungen, wie Sie das bei den Intensitätsmethoden absolvieren. Nun, nächster Punkt ist die negative Phase der Bewegung. Wie ich vorhin gesagt habe, besteht eine Bewegung aus der positiven bewältigenden Phase und der nachgebenden Phase der Bewegung, der negativen Phase. Diese negative Phase sollte ebenfalls recht langsam durchgeführt werden. Ja? Das heißt, das Gewicht nicht einfach herunterschmeißen, dynamisch, sondern ganz, ganz langsam nach unten führen. Gilt fast für alle Übungen. Ob Sie Curls durchführen oder Kniebeugen, ist das eigentlich ziemlich egal. Führen Sie diese Phase recht kontrolliert und langsam aus. Wichtig ist dabei, dass hier bei der negativen Phase noch zusätzliche Muskelfasern beansprucht werden. Es werden insgesamt etwas weniger beansprucht und dafür auch etwas andersartige Muskelfasern, die Sie dadurch auch ansprechen können. Punkt Nummer 3. Am Punkt der höchsten Kontraktion, das heißt am Punkt der höchsten Muskelanspannung, können Sie diese ein bisschen innehalten. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Curls durchführen, die Bewegung von unten nach oben und an dem Punkt, wo Sie die höchste Anspannung verspüren, halten Sie ganz kurz inne die Anspannung, ungefähr eine Sekunde lang, und dann lassen Sie ganz hier runter. Leider ist diese Methode nicht für alle Übungen geeignet, wie zum Beispiel für Kniebeugen, Kreuzheben oder Schulterdrücken, ist sie leider ungeeignet, weil das Gelenk am Punkt der höchsten Anspannung bzw. Kontraktion einfach sehr, sehr in einer sehr unnatürlichen Stellung steht. Beziehungsweise die passiven Elemente, wie zum Beispiel Sehnen und Bänder, werden zu stark belastet bei dieser Position. Deshalb einfach die Hände davon lassen. Übungen, die dafür in Frage kommen, sind Trizepsübungen zum Beispiel, Armstrecken, Bizepsübungen. Ja, meine Kleine. Ruderübungen für den Rücken und so weiter. Letzter Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte, ist das Ausführen der Übungen nicht über die volle Bewegungsamplitude. Es gibt bestimmte Intensitätstechniken, von denen Sie wahrscheinlich gehört haben, damit die Übung noch effektiver bzw. noch viel, viel intensiver gestaltet werden kann. Dazu zählt auch die Ausführung nicht über die volle Bewegungsamplitude. Hier führen Sie die Bewegung nur in dem Radius aus, wo Sie die höchste Anspannung verspüren. Zum Beispiel bei Bizeps Curls wird der Arm nicht ganz nach unten gelassen, sondern ungefähr 45 Grad bis zur vollen Kontraktion angehoben. Grundsätzlich sollen die Übungen natürlich über die volle Bewegungsamplitude durchgeführt werden. In diesem Fall machen Sie kleine Ausnahmen. Diese Ausnahmen sollen nie so oft gemacht werden, nur rein zur Abwechslung, damit Sie diese Muskelaufbauprozesse nochmal besser auslösen können, beziehungsweise Ihre Muskulatur nochmal etwas stärker ansprechen können. Ich hoffe, diese 4 Tipps haben Ihnen gefallen und Sie konnten dabei vielleicht etwas lernen, etwas für Ihr Training mitnehmen. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Video. Alexander Jankulin, Zuhause Training und die kleine Lili. Bis zum nächsten Mal, tschüss.